Was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem weiteren Muay Thai Short Haul. Heute haben wir einer der, oder vielleicht sogar die populärste Marke auf dem Kampfsportmarkt am Start. Und zwar, ja, Venom aus Frankreich. Und die haben eine neue Kollektion an Muay Thai Shorts gedroppt. Und das Besondere hier dran ist, dass die made in Thailand ist. Hier ist auf jeden Fall erstmal die Shorts. Zieht es euch rein, macht euch einen ersten Eindruck. Hier vorne und hier einmal hinten. Ich habe hier 6 verschiedene Modelle am Start. Was heißt Modelle? Also es ist alles das gleiche Modell, aber in anderen Farbgebungen. Und die zeige ich euch heute einfach mal. Und wenn du neues Equipment oder vielleicht auch nur Muay Thai Shorts brauchst, neue Fightwear, check unsere Partner kunpan.de und Phantom Athletics ab mit unserem Kurzkasse 10KC. Sparst du dort maximal, supportst diesen Kanal und machst mich sehr happy damit. Und dich natürlich auch, weil hier, ne, wenn man sich sowas bestellt, das macht doch glücklich und füllt die Leere irgendwo. Also, wir fangen mit dem schwarz-goldenen Modell an. Und ja, wir haben hier einen hohen Bund. Die Hose besteht aus Polyester und die Besonderheit hierbei ist, dass der Bund sich anders anfühlt, so samtig. Es ist irgendwie so ein Sandmaterial. Auf dem Bund vorne haben wir einmal das Patch-Fernet Venom Made in Fightland. Und das sieht schon sehr schick aus. Und auf der Rückseite auf dem Bund haben wir dann auch nochmal ein großes Patch drauf, wo dann nochmal ein Gold Venom drauf gestickt ist. Mittig das Patch, da steht was auf Thai geschrieben. Und zwar ist das übersetzt einfach ganz simpel Muay Thai. Heißt Thai Boxen Made in Fightland. Ist ein riesiger Badge. Und dann haben wir dann halt auf der Hose an sich dann nochmal so ein paar Thai Letterings. An der Seite haben wir dann jeweils links und rechts den Vipernkopf. Links, rechts. Und hinten bis natürlich auf diesen Venom-Schriftzug nichts mehr Besonderes. Außer halt ein paar ja, Striche, die dann einfach links, rechts rum verlaufen. Und die sind dann immer in der Farbgebung wie von dem jeweiligen Modell. Auf den ersten Blick macht das einen hochwertigen Eindruck. Aber wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut, könnten solche Sachen hier besser sein. Ne? Ist irgendwie so, es steht alles hier so ab. Ist nicht so geil vernäht, wie ich das bei anderen Muay Thai Shorts gewohnt bin. Beim Frontpatch, muss ich sagen, haben die ganze Arbeit geleistet. Das sieht richtig gut aus. Das sieht sauber vernäht aus. Ansonsten ist das Piping, was hier außen rum geht, schön vernäht. Und bei Venom-Hosen, wenn man so ein riesiges Patch von hat, haben die immer ein Problem. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Nicht ganz. Ich hatte mal eine Hose von denen. Ist schön bestickt hier. Und das hier, seht ihr das? Das löst sich während des Trainings und dann verteilt man das im ganzen Gym. Und teilweise ist das halt an den Shorts noch dran. Ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau. Kann man natürlich sagen, hey, mache ich vorher ab und dann ist gut. Dann hat man auch seine Ruhe, aber ansonsten ist sie innen auch gut verarbeitet. Diese Muay Thai Shorts hier gibt es für 65,99 Euro. Und ja, ihr habt richtig gehört, 65,99 Euro. Und das ist natürlich schon ein knackiger Preis für eine Muay Thai Shorts. Die zwar nice aussieht, aber wo ich sage, oh, qualitativ könnte die besser sein. Da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sagt, hey, das ist es mir wert, für diese Muay Thai Shorts darin zu trainieren, zu fighten, so viel Geld auszugeben. Die wird ihren Zweck erfüllen. Wie gesagt, das sind jetzt keine Boxhandschuhe, das ist jetzt nicht so wichtig, dass man sagt, jo, das muss alles perfekt sein hier, was die Näht und sowas betrifft. Aber wie gesagt, 65,99 Euro will ich dann auch was für mein Geld. Aber vom Design her haben die natürlich da wieder voll zugeschlagen. Und was das Feeling betrifft, die Hose ist schön kurz geschnitten. Eher mehr Traditional Cut anstatt Modern Cut. Und ja, damit kann man auch alles machen, was man will. Wir haben hier außen einen tiefen Einschnitt, einen runden. Heißt, Bewegungsfreiheit ist voll gegeben. Wir können hohe Tiefs ansetzen. Wir können High Kicks machen. Wir können nice blocken. Ohne dass ich sagen würde, yo, die Hose blockiert mich da auf irgendeine Art und Weise. Die fühlt sich schön smooth an. Klar haben wir hier fette Patches, aber die werden mit der Zeit weicher. Dann stören die auch irgendwann mal nicht mehr so. Also, ich fasse zusammen. Look nice. Verarbeitung ist okay. Da macht man sich natürlich dieses Yo, Made in Thailand so ein bisschen zunutze, dass die Leute so ein bisschen gehypt und denken, boah, Made in Thailand, da muss das gut sein. Qualitativ geht es definitiv besser. Und ja, ansonsten erfüllt die Hose voll ihren Zweck. Man kann sich gut daran bewegen, man kann gut daran trainieren. Damit macht man auch nichts verkehrt. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch hier so auf Lager haben. Ja, alle Hosen, gleiches Modell. Heißt, das, was ich gerade gesagt habe, gilt für jede Hose. Und dann zeige ich euch einfach mal, in was für Farben es die Hose gibt. Schwarz-Grau, auch sehr, sehr cool. Schwarz-Grau, sehr simpel gehalten. Das ist so einer meiner Favoriten, definitiv. Und wenn ihr jetzt mal hinten guckt, guck mal, die Streifen waren jetzt auf der anderen Hose gold.
hier sind sie halt grau. Und das finde ich ist ganz cool, dass da jede Hose so individuell ist. Das seht ihr jetzt noch besser. Hier haben wir schwarz-grün. Ist einer der Modelle, die mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich bin jetzt auch nicht so ein riesiger Grün-Fan. Aber für die Leute, die auf grün stehen, hat Venom auch auf jeden Fall was rausgehauen. Und hinten dann die grünen Streifen. Auch eine sehr schöne Hose. Und jetzt kommt eine Hose, wo ich sage, okay, die rockt schon ein bisschen mehr. Und zwar schwarz-blau. Schwarz-blau rockt schon krass. Sehr schönes, knackiges Blau. Und hinten dann auch nochmal die Streifen im Blau. Und wie ihr seht, hier vorne, das ist so ein bisschen so reflektierend. Ja, ist nochmal so anderes Material. Die ist auch schon sehr, sehr krass. Und zwar schwarz-pink. Und ich finde, die hat was, oder? Schwarz-pink. Und dann drehen wir die einmal um. Also die ist auf jeden Fall auffällig. Und früher war ich immer so, ey, meine Hose muss entweder schwarz oder grau sein, schön simpel. Aber ich feiere auch mittlerweile wirklich hier solche Modelle, die dann schon ein bisschen auffälliger sind. Besonders hier oben, das Patch kommt echt mega cool bei den Pinken. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Modell. Das ist schwarz-silber. Grau fand ich ganz geil. Und Silber, auch einer meiner Favorites bei dieser Kollektion. Und ja, was soll ich dazu sagen, ne? Alles gleiches Modell, unterscheiden sich halt nur optisch, farblich. Die neue Kollektion Attack von Venom. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Wenn dir die Hosen gefallen haben, schreib es mal gerne in die Kommentare. Und ja, vielleicht ist hier deine nächste Muay Thai Shots mit dabei. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, auch gerne in die Kommentare. Lass ein Abo da, damit du in Zukunft keiner solchen Videos mehr verpasst. Ich habe auch Instagram, da freue ich mich immer sehr über Support. Da wird auch jetzt seit 2 Wochen regelmäßig Content rausgehauen. Also wirklich Muay Thai Content für Mehrwert. Und wenn du auch dein Muay Thai verbessern willst, freue ich mich dort sehr über einen Follow. Genau, wenn du jetzt noch nicht genug hast, hier ein weiteres Video von mir. Hier unten eine Playlist mit allen Muay Thai Shots Holz, die wir bis dato gemacht haben. Falls du sagst, ey, ich brauche nur einen Muay Thai Shots, gucken wir mal, was der Marc da vorgestellt hat. Klickt euch da auf jeden Fall mal durch. Und ja, danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Peace.